Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3, wo Ino im Hintergrund schon ein bisschen rumdanzt. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in diese Minen gekommen, haben ein bisschen Erz eingesammelt und ich habe auf der Karte gesehen, dass wir da oben zwei Container stehen gelassen haben. Ich habe die Äthersphäre, die hier unten war, schon eingesammelt vor der Folge. Ich warte jetzt erstmal, bis der Aufzug kommt. Wir haben hier noch eine Heldenmission vor uns. Ich kann Ino ja eben kurz noch boosten, wenn ich schon die Äthersphäre eingesammelt habe. Nehmen wir mal was Allgemeines zur Abwechslung. Das klingt nach einer nützlichen Fähigkeit, dass sie sich selber heilt, wenn sie ausweicht. So, der Aufzug, er kommt. Ich will nur eben kurz die beiden Container, die ich oben offenbar vergessen habe, einsammeln. Und dann können wir eigentlich auch weitermachen mit der Heldenmission. Wo wir unsere kleine Nopon-Dame offenbar wahrscheinlich als Heldin dazu gewinnen. Ich tippe einfach nur drauf, weil sie da im Fokus stand. So, angeblich ist hier irgendwo ein Container. Und hier links ist einer. An den komme ich auch safe dran. Ohne irgendwelche Probleme. Wo ist denn der andere Container? Ah, ich sehe wo. Ich sehe es. Ich habe hier ganz dezent einen Laufweg gesehen. Und hier wartet auch mein Container. So, die wollte ich nur eben kurz hier oben einsammeln, weil in den Containern sind meistens auch diese Edelsteine drin, die ich zur Verbesserung brauche. Und die kann man ja ruhig mal sammeln. Diese Heldenmission hier scheint ja auch irgendwo Story-Mission zu sein, wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere. Oh, du bist putzig. Willst du mein neues Haustier werden? Guck mal, es läuft auch mit uns. Ich glaube, das gilt als ein Ja. Wer hier runterfällt, ist tot. Na, schon irgendwie. Auf einmal ist es nicht mehr so eng. Wir sind viel zu overlevelt für den Bereich hier. Und trotzdem kann ich fast alle Nebenquests, die ich zurzeit habe, nicht machen, weil die zu overpowered sind. Die Gegner. Was für eine Ironie, ne? Hier kommen die alle aus dem Boden gekrochen. Gemstone and ore are different from normal rocks scattered around. And ore we pick up from before have great utility. Manana not rock scientist. You could identify them all, Riku. You sure know a lot about rocks. Riku know a thing or two. Don't be modest. You've got skills, mate. You should be an appraiser. Cease with flattering. It's not flattery, it's good to have a hobby. Manana in agreement. It's pretty good that we were able to come out rock collecting, huh, Riku? Ore and gemstone, not rock. From supply material to maintenance work, that Riku's job. It's solemn responsibility to keep important equipment in tip-top order so everyone can come back alive. Just doing own job. Not like Lance.
You what? I'm pretty much almost sort of doing it. Wow. You really give yourself a lot of responsibility, Riku. Too much talking. Out of Riku's character. Not at all. Understanding each other better isn't a bad thing, is it? That right! Become better friends is important! We need to learn more about each other to become better friends, right? That exactly true. Learning about each other, very important deal. Ah, Manana has idea. Next, Manana will show favorite thing. Next? It's not about taking turns. Fate, breath, and readiness. Manana show you her specialty. You learn soon. Over there is good place. Time for break. Ach so. Essen. Ich dachte, ich bin mal eine Weile lang ruhig. Ich wollte ihn mal reden lassen. Ich rechne mit einer weiteren Sequenz direkt, ne? Better make sure we're well rested. Gucken. Ja, konnte auch noch mein Level boosten. Das Level kann ich immer gebrauchen. I was getting kind of sleepy. So tasty. Nothing like a hearty meal to keep you going for the long haul. It even wakes you up somehow. Endless rations are so boring. You need to spice it up like this. Manana couldn't agree more! Tayon only cooked tragedies, so Manana worked hard to learn cooking. First I've heard of it. Is he that bad? Very horrible. Actually, my cooking just focuses more on efficient absorption of nutrients and convenient portability. And I've actually optimized it. You mean it used to be even worse? Hey now, I like Tyon's cooking. It's unique. Das nennt man nochmal hier den Gnadenstoß, ne? Okay. Swallow it down quickly and you'll probably be fine. Do you really think you're helping? Is there second helping? Oh yeah. What? What's this, Riku? Your favorite food or something? Is not favorite. Is taste of banana hard work. And is rude not to clean plate. Actually, banana seasoned with frazzle fish to bring out hidden flavor. Banana, please, Riku, notice. Riku not know that, actually. You not know? Well, banana only happy you know now. Manana bring Riku whole mountain of sex. Eine Bereicherung fürs Team, die beiden. You think he minds? It was so good he had seconds. And Manana knows how much he liked to cook it. I don't see the problem. She was so happy. I think her ability to accept people's words up front is one of her best points. Maybe she's a little too upfront. And her air of innocence is characteristic of Nopon. Upfront and innocent, huh? Riku is also good, honest Nopon. Oh, sagt, was denkt. Let's not get into that. You were so serious when you were looking for the ore and gems. It's really good to be able to throw yourself into stuff like that so passionately, like into the things you love. Senna is good person. It's shame Lan's lacking this quality. Why are you always picking on me? Just up ahead might be Riku's treasure. Then let's go treasure hunting. Yes, Riku get mighty whiff of treasure here. Okay, let's have a quick breather and then start the search. As Noah wish. We definitely find it. Und wieder 300 Meter laufen. Ach Riku, sei doch einfach mal ehrlich. Ja, zumindest zu Manana. Ist doch so eine nette Nopon-Dame.
Ich will diese Fähigkeit, die mich dazu bemächtigt, über diese Seile zu laufen. Oder daran zu hangeln oder was auch immer man mit den Seilen macht. Ich habe jetzt schon so viele Seile gesehen. Vorsichtig. Nicht darunter springen, wir sind kein Lemming. Wir wollen nicht wie die Lemminge runterhüpfen. Auch wenn es Spaß macht. Hier ist wieder so ein Seil. Nee, hier sind Spinnen. Alle mit Arachnophobie weggucken. Oh, hier kann ich klettern. Da oben wartet auch was auf mich. Schatz. Hey, isn't that... Oh, now that's what Riku call a gemstone. Manana will bring back! Gemstone need careful handling. Riku will also go. Wait! Riku! Manana! Das ist eine große Spinne. This blight on personal record. Wait there, we're coming. No good. They're coming this way too. Drop the gem. The monsters seem to be after them. That's a precious thing. Cannot be thrown away. Sorry to bundle Manana up in recklessness of Riku. Manana must throw gemstone over that way. But it's your treasure, Riku. True, but if Manana throw, then monsters go also. Riku giving up too easy. Meh. There's nothing trouble. And also, Riku say he gets every treasure. But not on not fight. Dann fang jetzt damit an. Die haben früher auch gekämpft. Manana, Riku agree. Riku not give up in this place. Riku here to get treasures and beat monsters. Manana can be behind that. Is not yet time. Or give up. One, two. Magnificent success! Krieg ich sogar beide als Held? Vielleicht sind sie auch ein Duo-Held. I'm so glad you made it back. Manana, sorry for causing worry. Now we see real Nopon potential. That's right. Maybe it's impossible for one Nopon. But not for two. Together fighting is better. Ja, die sind ein Duo-Held. Ich sehe das gerade da links. Richtig cool. Brand? Kann ich die jetzt im Brand stecken? So, warte. Gut hinstellen. Gut hinstellen. Alle getroffen. Ja. Ich bin schon gespannt, was die als Angriffskettenfähigkeit haben. Da ist einer down. So, erstmal die kleinen Spinnen entsorgen. So, jetzt ist nur noch der Große da. Oder? Nee, da sind auch noch kleine ein paar.
Oh ja, in euer Gesicht. Reicht es, die Groß auszuschalten? Es reicht, die Groß auszuschalten. Phew. I didn't know that was going to end. Right? I was so surprised to see that from Riku and Manana. I didn't know they could fight like that. Riku is superior, Nopon. Everyone knows still Nopon run deep. Come off it, you aren't running anywhere. But now we know you can fight with us. How reassuring is that? We're sorry for worry. Aber eher als du. Warte mal, wie ist das dann, wenn man die Fähigkeiten auf, also die Klasse auf jemand anderen packt? Hat man dann beide Waffen in der Hand? Thanks for doing that, guys. Yes, getting best treasure is thanks to Riku. Someone sounds chuffed with himself. Looks like the danger's passed for now. Let's keep going. Right. We're still not out of these tunnels. Keep your guards up, everyone. Okay. Manana do, Manana's best. You're an asset to the team, you two. Riku just doing job. Ach, Riku. Jetzt helfen mir die beiden, ne? Ace Nopon make friends day. Miam Schmied. Senna hat sie. Also die beiden. Die Klasse Miam Schmied. Rolle Angreifer. Beherrscht Angriff und Flächenunterstützung. Nutze Schadensband, um effizient mehrere Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Aber sie zählen beide zusammen als Einheit, ne? Das ist schon irgendwo praktisch. Bringt ihr auch noch irgendeine andere Fähigkeit mit euch? Die haben ja alle eine Fähigkeit mit sich gebracht. Naja, Zion nicht. Und auch Gray nicht. Erstens will ich jetzt mal sehen. Senna hat euch. Das Outfit sieht lustig aus, ne? Ich will einfach nur wissen, welche. Ja, sie hat dann direkt beide Waffen. Das könnte ganz lustig sein. Warum ist es Senna, die die beiden dabei haben kann? Warum nicht Noah oder Mio? Das verwundert mich schon ein bisschen. Okay. Ich wollte hier hochklettern, ne? Weil da sind gleich zwei Sachen, die ich da oben einsammeln kann. Auf jeden Fall, wir haben wieder Helden dazu bekommen. Ich weiß noch nicht, wie stark die sind. Ich kann die... ich glaube, ich lasse die mal für die Folge doch erstmal drin. Eventuell kommt gleich ein Bosskampf und dann können wir den Ult sehen. Also ihre Angriffskettenfähigkeit. Nee, geht mal aus dem Weg. Die sind eh zu schwach. Shiny confirmed, dass die zu schwach sind. So, dann gönne ich mir noch den Container dort. Wäre fast runtergefallen. Wonder what's inside. This has gotta be worth a bunch. We should take good care of that. Super viel Opernzeug. Den Fall überlebe ich locker.
Ich muss hier ja auch null kämpfen, also kann ich einfach durchwandern. Bei den Riesenviechern, die hier rumfleuchen, will ich glaube ich auch gar nicht kämpfen. Das sind wieder Liebesche, wenn ich es richtig sehe. Ich wusste gar nicht, dass wenn man L und R zusammendrückt, das aber auch einen Screenshot macht. Ich habe das jetzt nicht gedacht, dass das geht. Oh, hier ist noch ein Miniboss. Guck mal, den machen wir noch platt heute. Eine Mücke. Ich tue jeden hiermit einen Gefallen und töte die größte Mücke der Welt. Die beiden da unten, die wissen schon, was die tun. Oh, du machst Schaden. Komm, halt sie hoch. Gleich habe ich... ja. Genau das. Angriff bereit. Gleich können wir die Angriffskette sehen. Dann seht ihr auch mal Junis, oder besser gesagt Grace Ulti, also Angriffskettenfähigkeit. Weil die habe ich bisher immer rausgeschnitten. Aber ich habe sie so gesehen eigentlich schon gesehen. Das ist eine echt coole Fähigkeit, muss ich euch auf jeden Fall sagen. So, alle sind am Leben. TP alle Mitstreiter steigen um 7. Okay, Kopfnussgewitter heißt ihre Fähigkeit. Was haben die denn jetzt an Fähigkeiten? Blocksperre, den Frontalangriff, Seitenangriff schwanken. Da haben sie Topschlagen und Grill-Grilli. Kontinuierliches Schadensfeld. Bei Ausfall erhält der folgende Gefährte TP plus, also mal 125% für seine Aktion. Geht nur für das aktuelle Kommando. Ihr seid ja irre gut. Schwanken tut's eh schon. So, in dein Gesicht. Kopfnussgewitter. Ihr macht ja eine richtige Kombi. So, und jetzt mal Schwingenspeise, damit ihr auch mal von Juni die Fähigkeit seht. Also besser gesagt von Gray. Alter, das haben wirklich alle einen kleinen Bonus bekommen. Wer von euch hat umwerfen? Du hast umwerfen. So, jetzt seht ihr das auch mal. Naja, durch das Wasser sieht man das nicht so genial. Aber ich sag ja, ultra heftig. Die macht richtig gut Schaden. Und vernichtet. Wieder einen Boss besiegt und damit einen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Dafür mache ich die immer fertig. Ja, guck mal, habt ihr zwei neue Angriffskettenabschlüsse gesehen? Wir haben einen neuen Kameraden für heute freigeschaltet, also einen neuen Helden. Da kämpfen die Spinnen gegen die Krabben. Ich gönne mir lieber die Bonus-EP. Ja,
Bei so einem Fall mache ich immer einfach direkt die Synchro. Das funktioniert ganz gut. Also bei so einer kleinen Gegnergruppe. Damit meine ich jetzt nicht die Anzahl, sondern die Art der Gegner. Guck mal, jetzt ist der hier schon fast tot. Und so habt ihr die auch richtig schnell immer tot. Bisschen Bonuserfahrung nehme ich halt immer auch gerne mit. Die Spinnen sind jetzt meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich höre jetzt hier für heute auf. Wir haben genügend geschafft. Wir haben neue Sachen gesehen. Haben neue Helden freigeschaltet. Reko hat seinen Mann gestanden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.